Willkommen YouTube, wir machen weiter mit LS22. Wir machen eine kleine Verkaufstür, 500.000 Liter Mais möchte verkauft werden am Depot. Also mal gucken, wie viel Geld das letztendlich bringen wird. Mal schauen, 700.000 Liter haben wir denn noch übrig? Also ja, wir haben jede Menge, ich muss aber ein anderes Silo finden. Beziehungsweise muss ich das Silo einmal in eine XML-Datei raussuchen und den Auswurf erhöhen. Das ist ja wirklich lästig wenig. Ich glaube, ich saß jetzt 10 Minuten rum, jedenfalls gefühlt 10 Minuten saß ich rum, bis meine Anhänger voll waren. Ja, ist vielleicht nicht ausgelegt für solche großen Anhänger oder so, aber Herrgott nochmal, dauert das lange. Oh, das Depot ist hier auch wieder so schwierig zu beladen, ne? Schön weit fahren. Okay, hier. Ich hoffe, das passt. So, hier kannst du die Ware noch einmal begutachten. Und passt das? Das passt easy. Das passt easy. So. Anhänger ist schon leer. Da schon mal 202.000. Und der Anhänger ist jetzt auch ratzfatz leer. Also, wir haben wieder Geld gemacht. Okay. Auf einmal passte der Trigger nicht mehr. Jetzt aber. Und schön ausschütten. Und wie viel haben wir? Ja, wieder eine 500.000. Sehr schön. So, ich habe die Anhänger natürlich vorher sauber gemacht, ist ja völlig klar. Ist ja voll klar. Oh, schon knapp deutlich weniger. Von 202.000 auf 188.000. Das ist ja mal ein Preisabfall. Dabei hat er hier gar keinen Preisabfall verzeichnet. Warum gab es deutlich weniger? Wieso nur? So, was haben wir hier nebenbei am Laufen? So viel haben wir da nicht am Laufen. Wir müssen hier nochmal mit dem Kleinen hier. Wir müssen dann nochmal weiterfahren. Wir müssen uns hier mal so eine Heckenschere kaufen. Und das Zeug runterschneiden. So, dann gucken wir mal hier. Kann man hier im Pack gehen? Trauben. So. Hier. Einmal die Traumschere kaufen, abholen und Traum schneiden. Einmal die Traum zurückschneiden, damit sie im nächsten Jahr wieder wunderbar wachsen können. Jo, zum Glück fährt er nicht schnell, ne? Kleine Elektrofend. Der hat Saft in der Hütte, sag ich euch. Der hat richtig Saft in der Hütte. Ist schon irgendwie ein geiles Teil, ne? So ein Mini-Ding. Jetzt recht mit der Kamera und sagen, ja, fahr euch, jetzt zeigt ihm eine Lichthube, verpiss dich hier von der Fahrbahn. Komm, ich zieh dich ab, mein Freund. Versuch nur, zeigt da wird die Kurve geschnitten, weil ich so ein Cooler bin und einfach so krass die Kurven schneide. Coolheitsbonus von minus 5.000, Vollidiot-Bonus plus 20.000. Wie schnell fährst du denn? Ey, du nimmst das Rennen hier ein bisschen zu ernst, Mann. Jetzt bremst er runter. Und ich ziehe rechts vorbei. Au, jetzt will er umschlagen. Uhuhu. Ja, das war jetzt aber eine heiße Situation. So, wo ist hier meine Schere? Oh Gott. Kommt die Schere hinten oder vorne ran? Ich mach sie vorne ran. Ich glaube, ist auch egal, oder? Hauptsache man trifft vielleicht. Das ist vielleicht nicht so egal. So, jedenfalls können wir denn das hier nehmen. Können wir gleich nochmal. Den Anhänger kriegst du gar nicht mit, ne? Doch, ach, er hat da oben. Er hat da oben so eine Anhängerkupplung, zum Glück. Dann nehmen wir gleich beides mit. Bietet sich doch optimal an. Dann wird gleich beides mitgenommen.
Ja, nächstes Jahr wird es auch viel mehr Traum geben. Wir könnten natürlich auch für die finanziellen Mittel. Oh Gott, oh Gott. Wo fährst du lang? Wo fährst du lang? Ach du heiliger Mist. Da komm schon raus hier wieder aus dem Gebüsch. Was sind das für ein Verhalten? Und let's go. Der verbraucht 17 Kilowatt die Stunde. 9 Kilowatt hat er schon verbraucht. Und rum hier. Na, na, na. Wenn der Anhänger ist, ist er natürlich deutlich schwerfälliger, was natürlich irgendwo klar ist, aber ich wollte es nur mal betont haben, dass er deutlich schwerfälliger ist. Deutlich zittriger auf der Achse. Achse, nicht Achse. So. Das sieht hier keiner. Das sieht hier keiner. Ich habe hier mal gearbeitet. Ja, das ist in Ordnung. Falls euch an die Lavendelernte erinnert. So, den Anhänger stelle ich gleich mal weg. Und dann wird das hier ein bisschen noch zurechtgeschnitten. Die schönen Trauben. Oh Gott. Du, wir machen Donut. Und let's go. Na, kommen wir hier nochmal auf die 73. 40 haben wir. 50. Okay. 60. Und schaffen wir es auch. Es ist hier 470. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt schön runterbremsen. Okay. Schön einschlagen und provisorisch hier hinstellen. So ist in Ordnung. Abkurbeln und dann let's go. Muss ich das ausklappen? Ja, natürlich. Gut anmachen und dann einfach hier rumfahren, ne? Ja, das tritt sogar ich auf die Kette. Sehr schön. Wisst ihr, wer das auch auf die Kette kriegt? Cosplay. Hoffentlich. So, nee. Auf der Rebe wurde gesagt, Kurs generieren. Weil der Versatz ist so hoch. Und jetzt muss ich das aber hinten ran machen. Einmal nach hinten jetzt. Ich hoffe, er fährt das trotzdem vernünftig aus. Aber ich denke schon. So, erster Wegpunkt, let's go. Ja, gut, sieht er anders, ne? Also, ich weiß nicht, was Kursler da für eine Scheiße erzählt hat. Aber den Geräteversatz sieht er hier überhaupt nicht ein. Also, er hat ihn zwar eingetragen, aber er fährt nicht dementsprechend, ne? Er muss doch dementsprechend fahren, er kann doch nicht auf dem Post bleiben von ja, lass mich hier doch einen Job. Nein, ich will ja auch keinen Job erstellen. Ach so. So, Feldposition, so. Auf der Rebe soll der Kurs. Ich meine, da stand drinne. Mann, leck mich doch. Warum machst du denn hier den Stopppunkt hin? Das Ding will mich auch verarschen. Ich sag, hier ist der Zielpunkt. Okay, hier ist Stopp. Klappt das jetzt? Wieso will er denn? Du willst mich doch verarschen. So, wenn ich jetzt ohne Versatz mache. Funktioniert jetzt mehr schlecht als recht, ne? Aber dann wird das ja auch nicht so funktionieren. Aber hier stand doch. Hier steht doch. Lalalala. Cosplay. Arbeiten auf Reben. So. Der Blattschneider arbeitet auf den Reben. Also muss der Kurs auf den Reben generiert werden. Das Zug hat einen automatischen Offset, damit der Traktor zwischen den Reben fährt.
Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, es liegt wirklich daran, er fährt aber hier auch überhaupt nicht auf die Reben. Das. Oh Gott. Ja, manchmal muss er halt seinen Trecker darüber schmeißen. So ist das halt in der Landwirtschaft, Leute. Es tut mir leid, falls ihr das nicht wusstet, aber so ist das. Dann muss er halt einfach mal ausstellen, seinen Trecker über die Reben schmeißen. Was denkt ihr, warum die Dinger so klein gebaut sind? Nicht wegen den Reben. Nein, damit du die Dude einfach mal rüberschmeißen kannst. Oder brauche ich hinten und vorne einen Blattschneider, dass das Ding funktioniert? Gott, oh Gott. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Die ewige Trial and Error Fummelei. Auf der Rebe. Jetzt muss ich natürlich wieder dahin fahren. Warum auch immer. So. Jetzt wird er aber hier wieder in die Rebe reinfahren wollen. Ne, jetzt auf einmal nicht. Also gut, man muss das Ding vorne ranpacken und dann funktioniert's. Okay. Gott, ist eine Wissenschaft für sich, Leute. Das ist eine Wissenschaft für sich. Aber wenn es läuft, dann läuft es, ne? Wenn es läuft, dann läuft es. Und wenn es läuft, dann fühlt es sich gut an. So. Du machst das schon. Hier ist ein Stau. Kein Problem. Schnellstart. Let's go. Oh Gott, oh Gott. So, nächstes Objektiv wieder hingeknallt. So, jetzt seien wir erstmal hier. Hey, dahin. Zurückzahlen. Schön mit hier draufklicken mit der linken Maustaste und gleichzeitig die Entferntaste drücken. Dann geht dann ratzfatz. So, Kredit ist wieder abbezahlt. Oh. Ich suche eine bestimmte Mod und zwar nicht das. Wo bist du? Das suche ich. Diese Mod suche ich. Konfiguration natürlich unrealistisch. Reifenvariante, Beleuchtung. Alle Beleuchtungen. Warnsignale. Lebensmittel, frische Milch. Fresh Milk. Lebensmittelplanachse, ja. Okay. Kunststoffe, ja, nein. Ja, nein. Fenders. Also hier, was auch immer, wie man das nennt. Ah, hier noch eine Anhängerkupplung? Nee, das brauchen wir nicht. Reines Weiß. Weißer geht nicht. Rotglänzend. Und die Deckel und die sind schwarz. So, den kaufen wir uns jetzt hier. Und jetzt wird hier mal ein bisschen Milch transportiert, Leute. Jetzt werden wir hier mal zum ersten Mal einen Milchtransport veranstalten. So. Ich meine, ich weiß, dass ich noch so ein Zeug habe, ne? Irgendwo habe ich noch mal sowas. Aber das findest du ja nie wieder. So. Wo sind denn hier die Flüssigkeitstransportdinger? Überladewagen. Scheibenegge, Gülle, Dünger. Sind die bei Anhänger mit drinne? Ne, da müssten sie mir angezeigt werden, ne? Hier der TLX ist da mit drinne. Aber hier vielleicht bei Tierhaltung? Da ist der mit drinne, ja. Ist ja nur bei Diverses, ja. Oh Mensch. Haben wir doch noch recht gut gefunden, alles. Dafür, dass ich erstmal mir so dachte, so, ach du Scheiße, wirst du nie finden. Du wirst für immer auf diese Dinger sitzen bleiben. Also, hier ist das Wahnsinn, Fresh Milk. Und der Schwertransport fährt los. Könnt ihr auch mal wieder zur Reparatur, ne? Unser LKW. Hallo, mein Freund, du hast ein Vorfahrtgewehrenschild. Ja, Vorfahrtgewehren bedeutet Vorfahrtgewehren. So.
Und rum hier. Ja, jetzt aber wollen wir hier mal die Milch abzwackeln. Ich weiß nicht, wie viel drin ist. Ach so, wir müssen das aufmachen. Mit Y. So. Das war ja immer der Clou an der Sache, wisst ihr? Ach, hier rieselt sogar Gammelmilch raus. Nice. Ach, lecker. Ich liebe meine braune Milch. Aber auch ordentlich. Wir haben aber auch richtig ordentlich Milch produzieren. Das muss man schon sagen. Ha, meine leckere braune Milch. Es gibt keine bessere. Naja, ist ja auch nicht ganz unrealistisch, sag ich mal, weil jetzt ist ja so vegane Milch, die ist ja schon, ja, sie ist nicht braun, aber sie ist ja schon deutlich dunkler als jetzt Kuhmilch, ne? Außer jetzt ist Not a Milch, da fällt das kaum auf. Ich finde, da fällt das auch im Geschmack nur auf, dass eine Kuhmilch fettiger ist im Mund, empfinde ich so. Und ich rede hier von richtiger Milch, nicht von fettarmer Milch. Ne? Also fettarme Milch ist für mich nur Wasser. Wasser mit Geschmack. und jedenfalls, ja, sonst trinke ich eigentlich ganz gerne vegane Milch. Also ich finde auch, das ist so ein Produkt, wo man echt überlegen sollte, umzusteigen. Denn ich bin jetzt kein Moralapostel so. Ich bin auch einer der wenigen, die jetzt auf ihr leckeres Schnitzel verzichten wollen. Aber ich tue es stellenweise, nicht immer. Ich bin kein Veganer, ich bin kein Vegetarier. Ich bin aber jemand, der den Leid ist von Mensch und Tier. Den Aggression und Ungerechtigkeiten und all so ein Kram. Ich meine, es ist so ein Kampf, so den gewinnt man nicht, ist mir klar. So, aber es ist halt so, ne? Aber ich kann in meinem privaten Umfeld, kann ich den Kampf gewinnen. Ja, und das ist halt einfach so. Man muss die Welt nicht verändern, man muss ja nur seine Welt verändern, ne? Solange seine Haustür seinen Vorstellungen entspricht, hat man die schon gewonnen. Naja, und wenn jeder seine Haustür so anpasst, wie er es möchte, dann ist doch alles gut. Kann ja jeder machen. So, schön zuklappen. So, wohin mit der Milch? Meine Molkerei werden wir uns erstmal nicht leisten können. Möchte ich auch erstmal nicht. Wir haben jetzt erstmal genug Produktionsstellen, die sollen jetzt erstmal irgendwie alle ganz cool funktionieren, sag ich mal. Aber wisst ihr was? Ich fahre einfach zum Farmers Market. Ist der nicht hier? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sonst hier kaufen soll. Hier in irgendeiner Molkerei oder so. Weiß ich nicht. Ist es irgendwo auch nicht wert, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? So, wo entlädt man denn hier? Hier. So, und es geht los. Oh, es wird auch immer schneller. Wie hat er das gemacht? Okay, komm schon, gib mir ordentlich Geld, Mann. Komm schon. Mach mich reich. Die Folge ist auch zu Ende, aber wir wollen auch wissen, wie viel Geld es wird. Die Ablagegeschwindigkeit ist echt langsam, aber so ist das halt. Man kann nicht von 0 auf 100 leer machen. Es sei denn, der Boden würde so konstruiert werden, dass alles mittig abläuft. Ja, dass halt quasi so ein V entsteht. Ne, irgendwie so. Oder so eine Wölbung. Und dann unten sich eine große Klappe öffnet. Dann werden die Entladungen schon sehr schnell. Gerade mit Flüssigkeiten. Ne? Hier oben hast du Deckel auf, unten ein Loch. Ratzfatz leer. Wichtig ist natürlich oben, dass hier oben Luft reinkommt. Ne? Sonst saugt sich hier drin ein Vakuum an und dann passiert erstmal gar nichts. Bis die Luft hier einmal so blub, blub, ist ja, wenn die so eine Flasche, wenn die voll mit Wasser macht und dann einfach komplett umdreht, dann sieht ihr auch immer so blub, 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 dauert extrem lange. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel ein Loch im Boden machen würdet, dann würde zack, 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 wie so ein Abfluss halt, ne? Extrem schnell. Und noch schneller geht's, wenn ihr die Flasche zum Strudeln bringt. So, es gab sehr, sehr viel Geld. Aber wir haben immer noch recht gut Milch. Wir haben recht gut Gras und all so ein Zeug. Butter, enorm viel. Warum haben wir so viel Butter? Warum ist sie nicht verkauft? Wir haben ziemlich viel von ziemlich viel. Interessant. Erledigt. Umweltbonus. Traumhaft.
500.000. Insgesamt 516.000. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt nochmal den restlichen Anteil der Milch verkaufen. Auch die Milch aus dem Kuhstall. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ist das Ding leer? Das Ding ist nicht leer. Vielleicht möchte er von dieser Seite nicht beladen. Oder vielleicht muss ich doch hier die Pumpstimme aufmachen. Nee. Es hat was mit der Seite zu tun. So. Jetzt ist es gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.